Jacqueline Wadeski, Grit, was ist das? Ja, die Grit hat mich weitergebracht in meiner Selbstständigkeit. Während meiner Selbstständigkeit wurde ich dahin gebracht und habe einiges für meine Zukunft gelernt. Zum Beispiel, wie ich ohne Aufregung Präsentationen halten kann, welche Rechtsform ich brauche. Das waren so meine Schwachstellen. Also praktisch so das ganze Rüstzeug, was man neben der fachlichen Kenntnis benötigt. Genau. Also hat mich nochmal so wachgerüttelt in manchen Bereichen. Und die fachliche Kenntnis bezieht sich auf Fotografie im Duisburger Innenhafen ansässig. Was ist denn jetzt so das Angebot oder was ist denn so im Angebot? Was bekommt man bei Wadeski Fotografie? Also bei mir bekommt man hochwertige Businessaufnahmen, die einen Beauty-Aspekt haben. Das heißt, ich style oder ich designe das Bild so, dass der Businesskunde wie ein Coverbild am Ende aussieht. Okay. Und jetzt habe ich gerade gelesen in einem Prospekt, jetzt gibt es auch beispielsweise die Möglichkeit, weil bei Firmen, da wechselt ja schon mal das Personal, Gestaltungen so zu machen, dass man also praktisch auch den Wechsel schon berücksichtigt. Genau, also mein Steckenpferd ist das Teamfoto. Ich fotografiere alle so, dass ich die am Ende zusammensetze und dass so aus einem super Gruppenfoto entsteht, wo sich jeder wohlfühlt, jeder schön aussieht, keiner im Schatten des anderen steht. Und so am Ende zum Beispiel, wenn eine Auszubildende gehen muss und dann wird einfach der Mitarbeiter, der ganz rechts steht, noch ein bisschen mehr nach links versetzt und so fällt es gar nicht mehr auf. So ist es halt auch wichtig, wenn man Urlaub hat, also wenn die Mitarbeiter im Urlaub sind, dann müssen nicht alle vor Ort sein, sondern der Chef hat die Möglichkeit, dass auch Einzeltermine bei mir im Studio möglich sind, wo man nochmal Personen nachschießen kann. Also selbst eine Firma mit 100 Mitarbeitern hätte keine Schwierigkeiten, ein Foto gemacht zu bekommen mit allen, obwohl nicht alle da sind. Genau, mit 100 Mitarbeitern ist natürlich ist ein Riesenfoto. Ja, genau, dann müssten wir da schon ein Riesenplakat draus machen, dass man das auch sieht, wer alles drauf ist. Aber generell so 8 bis 10 Leute, das ist schon die Grenze, aber das sieht noch super aus. Kommen wir nochmal auf die Gründungsinitiative Duisburg oder hier in Duisburg zurück oder Innovation Duisburg, deswegen ja die beiden I. Sag mal, was war da so das Besondere dran? Also ich glaube, das ist ein ziemlich harter Kurs oder sind ziemlich harte Schulungen, die man da beim Small Business Management machen muss. Aber ich glaube, wenn man die durch hat, dann ist man fit. Genau, also es war halt immer am Wochenende. Und für die einen ist schon das alleine das Harte daran, aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht mit vielen Leuten, mit denen man sich ja austauschen kann. Also manche kamen auf Unternehmernamen, die hätten sie alleine gar nicht so gefunden. Das ist halt, wenn man mit vielen kreativen Leuten zusammensitzt und wo auch wirklich alle sagen, wir müssen jetzt arbeiten, so kommt man natürlich dann auch auf neue Ideen. Und das war halt das Besondere für mich. Ist das eine Sache, die man jetzt anderen auch empfehlen könnte, wo man sagen könnte, informier dich dann mal, mach da ruhig mal mit, wenn du die Absicht hast, dich selbstständig zu machen? Ja, auf jeden Fall. Das hat mir persönlich auch mehrere Türen geöffnet. Also durch die Grit kam ich zum Unternehmerinnenbrief, durch die Grit kam ich zur KfW, wo ich unterstützt wurde. Und generell werde ich heute, also habe ich das Gefühl, noch von der Grit oder von der GfW unterstützt. Okay, also dass man im Prinzip auch Kundenkontakte langfristig. Ja, genau. Also ist ganz wichtig. Und da habe ich hier auch super Unterstützung kennengelernt. Und ich glaube, Netzwerken ist in diesem Zusammenhang auch ein sehr wichtiges Stichwort. Ja, also man lernt ganz viele Leute aus verschiedenen Bereichen kennen. Also wirklich aus extrem verschiedenen Bereichen, die gar nicht mit einem selber zu tun haben. Ich hatte einen Fotografen selber nur bei mir im Kurs. Und das ist in der Fotografiebranche ja eher selten, dass nicht alle auf einem Haufen sitzen. Und so war es halt ganz schön, auch andere kennenzulernen. Und da kamen tatsächlich nach diesem Kurs auch tatsächlich welche auf mich zu und haben gesagt, ich möchte ein tolles Porträtfoto von mir haben. Was ist denn jetzt das Besondere oder beziehungsweise was ist denn jetzt so die gesamte Bandbreite des Angebotes? Kann da jeder alles haben, was den Bereich Fotografie angeht oder ist da jetzt eine Spezialisierung gegeben? Also alles nicht. Also ich habe gesagt, ich möchte mich spezialisieren, ich möchte nicht ein Wald- und Wiesenfotograf sein. Man kann natürlich, wenn man ausgebildet ist, viele Bandbreiten bedienen, aber generell habe ich gesagt, Businessfotografie, Beautyfotografie, das ist mein Steckenpferd. Ebenso die Gruppenaufnahme. Okay. Also Privatpersonen können aber auch zu mir kommen, aber dann wirklich in diesem Beauty-Bereich, dass es schon hochwertige Aufnahmen ergibt. Und ich glaube, jeder, der schon mal so einen Eindruck bekommen möchte, der kann sich die Internetseite angucken und die lautet wie?
www.wadeski.com. Und da ist eigentlich alles drauf zu finden und auch der Kontakt. Ja, da ist alles drauf zu finden. Dann wünsche ich jetzt viel Erfolg für die neue Existenz und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.